Audio Now. Da habe ich wirklich Respekt vor. So, den Jan kennt ihr vielleicht schon ganz kurz von letzter Woche. Und zwar werde ich mit Marco Cerullo und Matthias Meester gleich wieder drehen. Ey, wer hat eigentlich diese schmierigen Rubriken erfunden? Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich ziehe mal so richtig meinen Hut. Über jemanden, wo ich erst so ein bisschen dachte, naja, okay, ist jetzt nicht so der Typ, den ich mag. Ich kenne ihn immer noch nicht, aber unser Bachelor hat mich ja diese Woche echt überrascht. Der hat keiner Dame die Rose gegeben. Und ganz ehrlich, auch wenn das für viele vielleicht erstmal ein Aufschrei ist, hat das für mich echt mal richtig Charakter. Nämlich aus dem einfachen Grund, das musst du erstmal bringen, wenn du dir nicht sicher bist, keine Rose zu geben. Weil wie viele anderen haben dann einfach eine verteilt, haben vielleicht noch mal kurz die Harfe der Liebe gespielt und sind dann hingegangen und haben eine Woche später gesagt, oh nee, zu Hause ist ja jetzt doch alles anders und bla, bla, bla. Ey, das musst du erstmal machen. Also das finde ich wirklich cool. Da habe ich wirklich Respekt vor. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, eine richtig, richtig tolle Nummer. Also das hat der Bengel echt mit Rückgrat gemacht. Da muss ich meinen Hut vorziehen. Ganz ehrlich, wie der Mensch so ist, weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht. Aber das, was ich da gesehen habe, das fand ich richtig stark. Und mehr kann ich dazu ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich kann ja auch lieb, ne? Ja, wie ihr sicher hört, denke ich mal, so ein bisschen in der Hintergrundatmosphäre. Oder hier der Pöbbes, der drückt das so gut weg. Ich bin gerade mit meinem Kai-Uwe spazieren. Minky habe ich wieder mal nicht dabei. Zu der muss ich euch nämlich mal ein bisschen was erzählen. Minky ist ja Diva. Wir haben Diva bekommen. Ich muss das von Anfang an erzählen. Damals, als meine Mama gestorben ist, ist der Hund von meinem Papa 3 Monate später auch gestorben, der Felix. Der hatte Krebs, da haben wir den erst noch das Bein abnehmen lassen und. Nee, das war so nach 2 Monaten. Und dann ist er nochmal so 3, 4 gute Monate hat er dann nochmal gehabt und ist dann leider auch gestorben. Und dann war mein Papa ganz alleine. Und das hat meinem Papa noch mehr das Herz gebrochen, als schon seine große Liebe nach über 50 Jahren verloren zu haben. Wir sind dann hingegangen und haben gesagt, komm, wir holen Papa irgendwie einen ganz, ganz kleinen Hund. Aber keinen Welpen, sondern wir gucken mal, was wir da machen können. Und so war es dann auch. Wir haben dann Diva geholt. Diva war 1 Jahr alt, hat noch nicht so viel gekonnt und war da, wo sie war, halt so ein bisschen unterfordert. Und das war halt nicht so für sie. Und dann hat mein Papa die 1 Jahr lang gehabt. Und dann haben wir die. Es ist mein Papa leider gestorben, nach 1 Jahr, wo er Diva hatte. Und dann haben wir Diva genommen. Und ich mag Diva nicht, darum heißt die jetzt Minky. Weil ich finde, Diva ist ein blöder Name. Ich mag ihn nicht, ist immer Geschmackssache. Und Nicole auch nicht. So. Und dann haben wir Minky übernommen und seitdem liebt der kleine Scheißer bei uns. Und alle Leute lachen immer, wenn ich sage, dass die halt so ein bisschen autistisch ist. Ist sie aber, weil die ganz komische Eigenheiten hat. Wenn zum Beispiel irgendwo was anders steht, hat sie da totale Probleme mit. Wir haben die Couchen umgestellt, uns neue Couchen geholt, haben die Couchen umgestellt. Ja, meint ihr, die wollte auf der Couch kuscheln kommen? Ey, nichts. Ganz, ganz schlimm. Entschuldigung, wenn das knistert. Kai-Uwe hat gerade sich ein Stück Nougat aus dem Rücken gedrückt und ich muss das jetzt mal eben aufheben hier. Und total süß. Na, die ist, wenn die reinkommt von draußen, muss die erst immer 2-mal draußen um den Tisch laufen, wenn da nicht alles genauso ist, wie sie das meint. Und dann kommt die erst reingesprungen. Und die hat lauter so kleine süße Macken. Aber eine ist halt davon, die fühlt sich halt draußen nicht wirklich wohl. Das ist halt einfach bei der so. Die geht nicht gerne mit spazieren und die hat da keinen Bock drauf. Und auch viele sagen, ja, warum machst du nicht mehr Bilder von der und so?
Der Kai Uwe ist eine Rampensau. Der ist ja ewig in der Schuss, in der Bildschusslinie, sag ich mal. Aber Diva ist halt viel so für sich und so ein bisschen versteckter und so. Die hat halt keinen Bock drauf. Und wie andere ihre Kinder nicht dazu zwingen, so zwing ich halt keinen Hund von mir. Ne? Was ich ja... Oh, ich habe den zu weit weggehalten. Was ich ja eigentlich auch ganz gut finde. So, jetzt ist es so... Dass ich Diva aber gestern mit hatte und das war so schön. Ich habe die einfach ins Auto gepackt und dann sind wir gefahren. Die war wieder die ganze Zeit am Zittern wie so ein Bergiltis. Aber ach Leute, ganz ehrlich, das war mir völlig egal, weil das einfach mal schön war, dass sie mit war. Dann war sie beim Freund von mir, da ist er ein bisschen rumgesprungen. Dann waren wir nachher noch Pippe machen. Und das war schön. Das war so richtig so für mich so ein Kinder, wirklich nicht nur Kind-Papa-Tag, sondern so ein Kinder-Papa-Tag. Ach, das hat mir so Spaß gemacht, dass die dabei war. Weil ich mag die kleine Lütte echt total. Und darum lasse ich sie leben, wie sie leben möchte. Und zwinge nicht einfach von mir alles auf. Weil die ist so klein, die muss ich meinem Leben nicht anpassen. Also da kann ich mal gucken, dass ich das... So ein bisschen nach der Gestalt. Der Mensch der Woche. Ja, meine Lieben, ich habe heute einen ganz besonderen Menschen. Einen richtig besonderen Menschen. Er lacht schon. Ich glaube, er hat meinen Podcast schon mal gehört. Einen super besonderen Menschen bei mir. Ich nenne ihn jetzt mal einfach Jan Düsentrieb, weil ich den Nachnamen nämlich nicht richtig aussprechen kann. Aber wie heißt du eigentlich richtig? Jan Düffelsieg. So, den Jan kennt ihr vielleicht schon ganz kurz von letzter Woche. Wer letzte Woche nicht reingehört hat, der nimmt jetzt bitte eine kleine Schere, geht in den Wald, schneidet da eine kleine Haselnussrute ab und peitscht sich damit eine Viertelstunde lang den Rücken aus. Weil Leute, sorry, aber das geht gar nicht, ne? So, wenn ihr das gemacht habt, zurück letzte Woche hören und dann geht's jetzt hier weiter. Jan, du bist wie alt? Ich bin 26. 26, eigentlich ja noch ein ziemlich junger Bursche. Ne? Ziemlicher Bubi auf jeden Fall. Ja, ja, okay, du hast einen nicht schlechten Bartwuchs. Na, ja. Aber bist schon noch ein Bub, ne? Ja, alte Seele manchmal, aber junger Typ dahinter. Ja, okay, und du hast eine ungefähr dreimal so tiefe Stimme als ich. Also von daher alles richtig gemacht, ne? Jan, du bist... Fotograf, du hast mich ja schon vor der Linse gehabt. Genau. Das war vor 2 Wochen war das. Vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Du hast aber schon ganz viele andere tolle Menschen vor der Linse gehabt. Aber bevor wir dazu kommen, du bist ganz normal aufgewachsen. Wir haben eben kurz gequatscht auf dem Bauernhof. Ja, also ich bin aufgewachsen in der Nähe von Bielefeld aus einem kleinen Dorf namens Steinhagen. Kennt man vielleicht von dem Wacholder-Schnaps, dem Steinhäger, der daherkommt, diese schöne Tonflasche. Und genau, da bin ich ganz behütet aufgewachsen, ländlich und ja, da zur Schule gegangen und studiert habe ich in Dortmund tatsächlich. Du hast dein Abi gemacht? Genau, Abi gemacht. Und was studiert? Was hast du studiert? Ich habe Fotografie studiert. Wie kommt man dazu, wenn man auf dem Land auswächst? War nicht genug Schafe zum Reißen da? Oder irgendwann hast du gedacht, okay, jetzt nehme ich mir irgendwann mal Fotokamera und falls mal irgendeiner vorbeiläuft, fotografiere ich den? Oder wie stelle ich mir das vor? Boah, das ist immer die große Frage. Also ich hatte immer so ein bisschen angefangen mit meinem Vater, der hat früher viel fotografiert und dann habe ich auch irgendwann angefangen, so ein bisschen zu knipsen, so was man halt so fotografiert, irgendwelche Blümchen hier und da. Dann so hat man mal eine so, so Wassertropfen, ja, ne, so genau. Sonnenuntergänge und all solche Geschichten. Und das kam dann als nächstes. Ne, irgendwann reichen die Blüten nicht mehr und dann habe ich ein paar Freunde fotografiert. Zarten Knospen. Genau. Und dann irgendwann fragt einen der Vater der Freundin, ob man nicht mal für das Unternehmen irgendwie ein paar kleine Fotos machen kann und so. Und irgendwann kommt man aus der Nummer einfach nicht mehr raus. Und, ach, okay. Wie alt warst du da? Boah, es hat, glaube ich, so angefangen mit 17, würde ich mal schätzen, 16, 17. Und mit der Fotografie selber aber eher? Oder hat das da mit der Fotografie als solches angefangen? Vorher habe ich immer schon viel fotografiert, aber da wurde es dann wirklich konkret. Also, ja. Ja, ich fand es irgendwie total spannend, habe da so total mein Ding gefunden, habe das zusammen mit einem anderen Kumpel gestartet, auch so quasi ein kleines Unternehmen gegründet von Anfang an und dann so lokal gearbeitet für die Zeitung irgendwann, da auf irgendwelchen
Geflügelausstellungen und sonstigen Geschichten irgendwie den dicksten Hahn fotografiert. Und, den hattest du vor 14 Tagen ja auch. Genau. Gelesen. Ich meine damit den Dummy, ne? Ja, ach so. Ja. genau. Und ja, dann kam man da nicht mehr raus und dann habe ich angefangen zu studieren und Praktika zu machen und jetzt wohne ich gerade in London und kann damit mein Leben finanzieren. Und es ist einfach total faszinierend, wie man aus dem Hobby heraus, aus der Passion wirklich irgendwie sich dann so in dieses Berufsleben wirft. Boah, das ist so geil irgendwie, ne? Und was meinst du, wie bist du dahin gekommen? Ist das durch Fleiß passiert und Vitamin B ein bisschen und ein bisschen Zufall, nur durch Fleiß? Ich glaube, was für mich immer so das Wichtigste ist oder mein Antrieb ist so Neugierde. Das pusht mich irgendwie immer total und ich finde es halt unglaublich faszinierend, was die Fotografie so einem für Türen öffnet. Da gibt es ja andere Berufe auch, die einem es ermöglichen, eben hinter die Kulissen zu schauen und mal irgendwie, wenn ich meine Kamera in der Hand habe und durch meinen Ort gehe und sage, hey, kann ich mal ein Foto von dir machen, dann habe ich quasi die Möglichkeit, in den Menschen oder in die Geschichte des Menschen einzusteigen, mit ihm Gespräch zu führen. Und das finde ich so faszinierend, was halt mir die Kamera ermöglicht. Und bin schon durch so viele irgendwie interessante Geschichten gegangen und Leuten begegnet und so. Und das halt alles über die Fotografie. Und das das pusht mich irgendwie jeden Tag aufs Neue auch. Das ist schon ja Wahnsinn, ne? Das ist so, also ist es für dich ja eigentlich nicht nur Fotografie, sondern es ist für dich auch, ich sag mal so, ja, in die Seele gucken, nicht ein Anbändler, das wäre jetzt falsch gesagt, aber schon irgendwo auch, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Auch um mit Leuten irgendwie, boah, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, was anzufangen, so. Nicht so, wie du jetzt meinst. Oder wie ihr jetzt meint. Nein, aber es ist ja schon für dich irgendwo ein Door-Opener in eine Geschichte. Also es ist für dich ein Foto, nicht nur ein Foto, sondern es probiert sich immer auch irgendwo eine Geschichte dahinter. Genau, und für mich geht es auch, also ich fühle mich manchmal schon wie so ein Menschensammler, also dass ich quasi Menschen sammle, so wie so Karteikarten oder wie Autogrammkarten oder sowas, dass ich mit dem Foto die Geschichte der Person und mein Erlebnis mit der Person für mich irgendwie Schreibst sammle. Schreibst du dir das auf? Teilweise ja. Weil aber das ist ja ein geiler Bildband, ne? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht, auf der einen Seite ein Foto zu machen und auf der anderen Seite, vielleicht kriege ich 10% für. und auf der anderen Seite vielleicht diese Seite lang die Geschichte von diesem Menschen. Fände ich mal, weil, also er hat mir gerade ein Foto von Kai Uwe mitgebracht und ich hatte Tränen in den Augen, wie der den Osel getroffen hat. Nahezu unglaublich. Ich habe echt eine Menge Fotos von dem Hund, aber nie eins, was den je so wiedergespiegelt hat. Was so toll aussieht nach hinten raus. Und ich kann mir vorstellen, dass du da echt super geile Fotos machen könntest auf der einen Seite und auf der Rückseite von dem Foto dann vielleicht die Geschichte abgedruckt. Weil das wäre mal ein Bildband, der vielleicht auch interessant ist. Weil ich sage ja immer, eigentlich müsste jeder Mensch dann eine Biografie schreiben, denn jeder Mensch ist interessant. Ne? Es sind nicht nur die prominenten Menschen interessant. Es ist nicht nur, was weiß ich nicht hier, wer interessant. Ich finde, ach Gott, spült die Kaffeemaschine wieder. Also ich finde das schon unheimlich geil. Solltest du mal drüber nachdenken. Ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit über meinen Heimatort gemacht, während okay. halt alle meiner Kommilitonen irgendwie nach Amerika, ins Indianerreservoir, nach Weißrussland an die Grenze, nach Mallorca geflogen sind, habe ich halt gedacht, ich finde es ultra interessant, mich mit den Menschen aus dem Alltag zu beschäftigen und bin halt in meinen Heimatort zurückgegangen, über 3 Monate hinweg und bin einfach mit der Kamera um den Hals, Blitz in der Hand, über den Ort gelaufen, habe halt alle möglichen alltäglichen Menschen fotografiert, die ich zufällig auf der Straße getroffen habe, also irgendwelche Mutter, die mit ihren Kindern auf zum Weg zur Schule waren, ein Metzger und all sowas und habe dann da eine große Ausstellung draus gemacht. Das ist super interessant. Und es war total faszinierend, halt auch seinen eigenen Ort nochmal so neu kennenzulernen. Ja.
Ja, das ist geil. Man sollte viel öfter um sich herum blicken, anstatt immer so in die Ferne gucken. Ne? Weil viele haben immer dieses Fernweh und oh und oh. Und dabei geh aus der Haustür und halt die Augen offen. Es sind so viele spannende Geschichten auf deiner fucking Straße. Ne? Richtig. Und ich finde es auch wichtig, dass die auch irgendwie gehört werden, weil wer soll sich dran erinnern in 30, 40 Jahren, wenn man dann zurückschaut und die Bilder sieht, ist das ja auch irgendwie total faszinierend, um das dann wieder mit der Zeit zu vergleichen. Also wenn wir uns jetzt Bilder anschauen aus den 1920er Jahren oder nach dem Krieg, vor dem Krieg und so, ist ja auch total faszinierend, auch die Menschen, wie die aussehen, was sie anhatten, genau, welche Stereotypien es da irgendwie gab. Und wenn man das ist auch die Pflicht des Fotografen aus meiner Sicht, diese Chronistenpflicht heißt es, eben das alltägliche Leben in gewisser Art und Weise einzufangen. Ne? Ja, und siehst du, und da ist immer eine kleine Geschichte zum Gut. Voll. Ne, da finde ich dann immer, weil wie viele Bilder hat man von früher, wo man sich denkt, wer ist der Mensch? War das jetzt jemand Bekanntes? War das jetzt Lieselotte Pulver aus der Ernststraße oder was war das? Und da finde ich diese kleine Geschichte, das finde ich irgendwie richtig geil. Ich glaube, ich fange an zu fotografieren. Ja, aber du kommst mit, ich fotografiere und du machst die Geschichte. Oder so. Weißt du? Oder so, da könnte man mal ein Bildband machen, wir beide. Ja. Du mit deinem Mikro, ich mit der Kamera. Ohne Scheiße, lass uns da mal so drauf rumdenken. Du bist ja jetzt wie lange in London? Was meinst du? Ja, es ändert sich ja jetzt viel Ende des Jahres mit dem Brexit. Ach ja, fick die Hühner, stimmt. Jo. Das ist auch schwierig für dich, ne? Ja, also aktuell ist alles ganz entspannt. Aber ich weiß auch noch nicht, wie so bei mir das große Bild wird. Deswegen aktuell genieße ich so. Kai-Uwe, ich habe mit dir angefangen zu spielen, jetzt hört er nicht mehr auf. Der Jan hat mit dem Kai-Uwe angefangen zu spielen, ja, und das ist hier eine Todesfalle. Also da hört der Osel dann einfach nicht mehr auf. Ne? Das ist so, Jan. Wie hast du dich nach London verschlagen? Man muss, glaube ich, noch weiter ausholen. Okay. Jetzt zu New York. Jetzt kommen wir zu New York. Genau. Weil da habe ich viele Fragen. Ich habe angefangen mit meinem Master in Bielefeld, auch Fotografiestudium. Unterstart Bielefeld. New York, Bielefeld, nee, Bielefeld, New York, London. Genau. Jet Set. Andersrum wäre scheiße. genau, ich habe angefangen mit meinem Master, bin dann aber relativ schnell nach New York gegangen. Und zwar zu einem Fotografen, der heißt Martin Schöller. Der ist bekannt für seine Close-Ups, die er macht von diversen Prominenten. Auch ursprünglich ein Deutscher, ist dann in den 90er Jahren nach New York gegangen. Und bei dem habe ich assistiert für 7 Monate. Auf jetzt. Und das war eigentlich so der Startschuss von vielem. Ist ein unglaublich netter Typ. Ich war immer an den Sets dabei. Ja. Also ich habe quasi nicht selber fotografiert, sondern assistiert. Wir hatten das große Glück, dass wir für ein Magazin, das heißt das Forbes Magazine, das kennt man vielleicht von dieser reichen Liste und so, ne? Da haben wir die auch regelmäßig nicht drin. Die 100 erfolgreichsten oder die 100 größten Business Minds, Geschäftsköpfe irgendwie fotografiert und das halt auf der ganzen Welt. Und da haben wir fotografiert Paul McCartney, wir haben Bono fotografiert, PDD. Wie ist so ein Paul McCartney? Wie ist der so? Kann man das beurteilen in den 5 Minuten, wo man die kennenlernt? Aber ja, du kannst ja nur immer aus deiner Sichtweise reden. Mhm. Ne? Also nicht falsch verstehen. Ich will nicht wissen, dass du den jetzt charakterisierst, wie der vielleicht als Mensch ist, sondern du kannst ja nur sagen, wie der sich in den Anführungsstrichen 5 Minuten verhalten hat. War der in den 5 Minuten nett? War der anstrengend? So hätte ich das gerne, so fände ich das interessant, weißt du? Ich glaube, es ist immer extrem abhängig davon, wie die Situation mit dem Fotografen zum Beispiel ist. Also bei Paul McCartney zum Beispiel, das war eine interessante Geschichte, da hieß es, wir hätten nur 5 Minuten Zeit. Ja. Und der Fotograf Martin hat quasi die ersten 5 Minuten nur investiert, sich zu unterhalten. Und ich sitze die ganze Zeit daneben und denke so, ja, wir müssen noch fotografieren, wir haben nur 5 Minuten. Da stehen ja dann, ist ja nicht nur Paul McCartney, der dann ein Pläuschen hält, sondern dann sind da noch Presseleute, Management, das Ganze drum und dran. Und die ticken dann auch auf die Uhr und sagen, hier Leute, wir müssen raus. Aber er hat erstmal nur 5 Minuten mit ihm geredet. Und das hat er dann so geöffnet quasi, dass wir am Ende 25 Minuten ungefähr Zeit hatten. Und da ist er dann auch echt aufgeblüht. Also total entspannter, lockerer Typ, der
glaube ich, auch wirklich für seinen Job lebt. Also wir waren dann noch kurz bei dem Soundcheck und so dabei. Und wenn er da auf der Bühne steht und jammt, so wie in den alten Zeiten, das ist irgendwie schon ziemlich cool. Ja. Schon cool. Wie war Bon Jovi? Bon Jovi, nicht Bono von U2. Ja, genau. Von U2. Finde ich egal. Bon Jovi fand ich früher immer die Frise scheiße. So genau. Schwierigen Film, ja, bei Bono ist nicht mehr. Bei Bono ist nicht mehr so viel. Der ist super entspannter Typ. Also echt total locker, voll, ja. Also so meine Charakterzüge. Ganz, ganz genau, ja. Ja. Und also, Didi, der war bestimmt schwierig. Der war sehr schwierig, ja. Aber also, man kann wirklich so wie die ein bisschen, also natürlich wird das immer hier und da aufgepauscht, aber so wie man vielleicht den Eindruck hat über Social Media oder über die Filme, wie auch immer, so ein bisschen, irgendwas ist da immer dran, was Wahres. Warum war der schwierig? Ich weiß nicht, er ist beim Fotografieren einfach aufgestanden und rumgegangen und so, also war irgendwie keine entspannte Situation. Also er hat nicht so jetzt die Posen, die ihm vorgegeben wurden, eben gemacht, sondern er hat gesagt, du musst schon den Schuss kriegen, ich bin hier der. Ja, genau, er hatte so ein bisschen, wer der Chef ist. So ein bisschen, ja. Aber es ist auch sowieso immer so faszinierend, dann kommt da eine Person und da ist immer so eine riesige Entourage hinten dran, ne? Also irgendwelche Assistenten und persönliches Hair-Make-up und einer, der die Nägel macht und dies und das. Warum kommt der nicht einfach alleine, ne? Ja, warum sind die Leute nicht so entspannt wie du und ganz... Ja, weil die, glaube ich, ein bisschen größer sind als ich. Aber ja, ich glaube, ich wäre auch, wenn ich so wäre wie die, wäre ich so, wie ich bin. Weil ich glaube, das ist wirklich eine Charaktersache. Ja, aber das zeigt doch, finde ich, wahre Größe. Und das ist die mich am nachhaltigsten beeindruckt waren, sind halt die ganz entspannt down to earth, die jedem Hallo gesagt haben, die... Ja, nicht nur dem Fotografen, sondern genau. Genau. Da gehört ja ein großes Team auch von unserer Seite dazu. Und wenn man da sich immer so gegenseitig mit Respekt und so begegnet, das war irgendwie immer schon toll. Hat dich einer oder eine so richtig weggehauen, wo du sagst... Nee. Ja. Da lacht er wieder. Ich kann es gar nicht sagen, weil es echt so viele Sachen waren, die mir so nachhaltig in Erinnerung geblieben sind. Sagt er mit seinen 26 Jahren, wisst ihr, Leute? Ja, vom Glück geküsst. Also, ja, und Fleiß und Können, ne? Also bitte. Du bist 2,04 Meter? Nee, ich bin 2 Meter oder so. Ach du Halbmann, ey. Nein, aber du weißt, du bist 2 Meter und wie du da vor mir rumgezappelt hast und wie du dich kleiner gemacht hast als ich bin und ich bin jetzt nicht der Größte und also schon Hut ab. Und das war, ich habe ja schon einige Fotoshoots so hinter mir, also das war echt super angenehm mit dir, das war tolles Arbeiten. Weil wir halt auch auf Augenhöhe, ja okay, ich habe mir dann immer einen kleinen Tritt geholt, ne, um mich da aufzustellen, aber wir halt unheimlich Spaß auch miteinander hatten. Du hast schnell gemerkt, wenn ich dir eins drücke, kannst du auch locker eins zurückdrücken und das macht ja dann auch Spaß. Ne, wenn die dann immer so, oh, jetzt hat er mich angeschimpft und du hast ihn zurückgegeben. Ja. Nein, aber das ist geil. Das will ich ja rauf provozieren. Das finde ich ja immer lustig, weil umso gelöster ist die Stimmung ja nach hinten raus. Ne? Ja, es muss halt irgendwie passen. Das zum Beispiel habe ich auch bei Martin in New York gelernt. Der ist halt unglaublich entspannter Typ. Ich kenne, glaube ich, keinen, der so von Grund heraus einfach so freundlich und nett ist wie er. Und das strahlt halt komplett aus. Der ist... trägt halt Dreadlocks, ist so ein super entspannter Typ. Wie alt ist der? 51, 52. Ah, okay, gutes Alter. Und hat jetzt gerade eine große Ausstellung im NRW-Forum, wo ich jetzt auch mal gerne nochmal Werbung mache. Wirklich ganz, ganz beeindruckende Bilder im NRW-Forum in Düsseldorf. Alle möglichen Prominenten, Präsidenten, aber auch Obdachlose, die er fotografiert hat und wirklich total beeindruckende Aufnahmen, was ich nur sehr empfehlen kann, das sich mal anzuschauen. Ach, das ist ja geil. Und er hat jetzt auch parallel dazu in Essen, in der Zeche Zollverein, eine große Ausstellung, die eröffnet wurde von unserer Bundeskanzlerin, 75 Holocaust-Überlebende, die er interviewt hat. Echt? Und fotografiert hat in seinem Close-Up und ist auch wahnsinnig beeindruckende Ausstellungsräumlichkeiten und lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen. Stimmt, super interessant. Ja. Ich glaube, das werde ich mir auch mal reinschmörgeln. Ne? Kann ich nur empfehlen. Ja, glaube ich. Gestern war Eröffnung, ne? Genau, gestern war Eröffnung in Düsseldorf im NRW-Forum und die andere Show in Essen läuft auch noch, glaube ich, bis Mai oder so. Okay. Also Leute, wenn ihr Bock habt, geile Fotografien und ein bisschen was dahinter zu erhaschen, dann einfach mal rein ins Auto oder in die Bahn à la Greta und dahin. Ne? Ganz genau. So, du bist dann in New York gewesen, warst da ein halbes Jahr?
Genau, halbes Jahr oder 7 Monate. Und dann stand so ein bisschen die Überlegung, bleibe ich hier länger dort oder gehe ich wieder zurück? Und habe mich dann, hatte quasi die Möglichkeit, noch länger zu bleiben in New York, habe mich dann aber dazu entschieden, wieder zurückzugehen. Bin mit New York selbst jetzt nicht so super warm geworden. Also ich finde, das ist eine super beeindruckende Stadt, fand es auch super toll, aber auf Dauer halt extrem anstrengend. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder woran, aber so dieses ganze europäische taugt mir irgendwie ein bisschen besser. Und ja, dann war ich kurze Zeit wieder zu Hause und bin jetzt seit einem Dreivierteljahr oder so in London. Genau. So, ja, bin ich halt jetzt ein Dreivierteljahr in London, vorher in New York. Ja, aber das ist das Schöne. Ich meine, es hört sich so kompliziert an, aber eigentlich ist es überhaupt nicht kompliziert. Auch wenn ich mit meinen Freunden drüber spreche, die so, boah, jetzt nach London und ja, krass. Und, aber also für mich ist das jetzt nicht so. Ich meine, von Dortmund fliegst du für 20 Euro nach London und dann suchst du dir dann eine Butze irgendwie und Max, dann wohnst du in London. So. Wie fotografierst du da? Was machst du da? Für mich ist es halt wichtig. In London gibt es natürlich unfassbar viele deutsche Fotografen, nicht deutsche Fotografen, aber generell Fotografen. Ich habe halt mein deutsches Netzwerk, was ich so ein bisschen aufgebaut habe, kontaktiert und gesagt, so Leute, ich gehe jetzt irgendwie nach London und fange jetzt da an, mehr für deutsche Magazine zu arbeiten. Also mein erster Job, das war halt auch wirklich wieder Bilderbuch. Ich war, glaube ich, 2 Tage da, kam direkt der erste Anruf von einem deutschen Magazin, für die ich dann Beck fotografiert habe. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ist ein Musiker aus den Staaten, 7-facher Grammy Award Winner, also richtig krass unterwegs. Vielleicht ein paar Titel kennst du vielleicht von dem. Willst du mal was ansingen? Lieber nicht. Ich lasse das mal. Aber das ist halt das, warum man oder ich in meiner Situation solche Schritte machen muss, weil auf dem Level, das in Deutschland zu kriegen, ist halt sehr schwierig, ja, und ne? In London ist einfach direkt alles super international. Ja, und Hotspot als jetzt hier Berlin, München oder Hamburg, ne? Ja, in Berlin laufen auch mal ein paar internationales. Ja, mal halt. Ja, ne? Und dann gibt es da natürlich auch viele andere sehr gute deutsche Fotografen. Und ich probiere das jetzt gerade mal so in London. Also mal schauen. Mal schauen, was so passiert. Was hast du im Kopf so nach London? Hast du da schon irgendwas im Kopf, wo dann hingehen könnte? Boah, ich weiß es absolut nicht. Das Schöne ist, ich muss mir aktuell noch keine Gedanken machen. Es sind noch keine Kids unterwegs oder sonstige Geschichten. Okay. Also ich genieße meinen Freiraum. Genau, eine Freundin habe ich. Die lebt auch in London, oder? Die wohnt in Hamburg. Ach, in Hamburg. Ach, genau. Scheiße. Okay. Ja, aber wir machen die Fernbeziehung jetzt schon ein paar Jahre und okay. Genau, ich habe da den richtigen Partner auf jeden Fall an meiner Seite. Okay, das ist hart. Ich könnte das nicht. Ich bin ja so ein, ich muss ja jeden Abend im Arm meiner Frau einschlafen und mit Kai-Uwes Hintern am Schädel und so auch aufwachen. Ich könnte das nicht. Also da ziehe ich auch meinen Hut vor, ne? Ja. Das ist natürlich die Zeit, wo man da zusammen ist, lebt man sehr intensiv, denke ich mal. Ne? Seht ihr euch oft? Wir probieren es. Aktuell klappt es sehr gut. Wie stelle ich mir das vor? An Wochenenden oder alle 14 Tage oder sie sind neugierig, ne? Ja, merke ich. Sie studiert ihren Master gerade. Mhm. Das heißt, sie ist auch relativ flexibel und dann kann man sich. Ich bin ja auch relativ flexibel und wenn es dann irgendwie jobtechnisch passt, dann fliege ich einfach rüber und dann bin ich ein paar Tage da. Von dort aus kann ich auch arbeiten, Bilder bearbeiten, Recherche machen. Also praktisch Bilder da machen, in London machen und dann die bearbeiten und so. Dann sagst du, komm, ich komme jetzt 3-4 Tage nach Hamburg. Genau. Und ja. Dann bei dir und tak, 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 dann und dann wieder zurück und so. Genau, oder ich habe ja auch halt hier viele Jobs, so wie vor 2 Wochen mit dir oder genau, so. Genau. Genieße ich auch total, dann hier zu sein und zu arbeiten und dann das Geld wieder in London loszuwerden. Ne? Ja, das funktioniert nämlich auch sehr gut da. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist nicht so günstig, aber geil. Ich war ja einmal, ich durfte einmal in London sein, mit der LF muss reisen. Ja, war schwierig für mich, weil ich ja in so einem Hostel auch schlafen musste und 3-monatigen Herpes danach hatte. Aber ich fand London schon recht cool. Ne? Also es ist schon eine Stadt, die ja schon ein bisschen beeindruckend ist. Ich fand Edinburgh zwar geiler in Schottland, aber ich fand London schon eine coole Stadt. Ich war mal zu Urlaub in Miami und das fand ich total scheiße. Ja, also ich finde,
diese ganze Kultur, da wo ich auch mega drauf stehe, so diese Pub-Kultur, weißt du, dass du so abends oder am späten Nachmittags gehst du dann in Pub, so Feierabendbier und... Ist ja normal. Das ist einfach normal. Also das ist, das aber da trifft sich auch jeder, der Banker neben dem Maurer, ja. Fisch und Chips, ein Bierchen dabei und ja. Ein bisschen quatschen. Ne? Das ist einfach eine Kultur, die ich ein bisschen in Deutschland einfach vermisse oder die gefühlt so ein bisschen verloren gegangen ist, so dieses Kneipen-Ding. Ist die völlig. Ne? In Deutschland ist so vieles verloren gegangen, so leid wie es mir tut. Ja. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir in einem grandiosen Land leben, aber ich finde, wir Menschen dürfen uns einfach nicht verlieren. Wir verlieren uns gerade so ein bisschen, finde ich. Wir sind viel zu engstirnig, wir sind viel zu sehr mit uns beschäftigt, finde ich, und überhaupt nicht mal auf dem Gegenüber mal zugehend und auch mal zuhören. Ich finde, zuhören ist fällt mir zwar auch immer schwer, aber ist halt ein ganz großes Geschenk an den anderen, dass er einfach mal im Raum reinkommt und einfach mal sagen kann, hier bin ich und der bin ich und dass man dem mal zuhört. Ich finde, das ist leider in Deutschland sehr, sehr wenig. Und ich war ja jetzt in New York, in Australien und das war wirklich da ganz anders. Das war warm, das war schön. Ich war letztes Jahr mit meiner Frau in Gengenbach, in so einem ganz kleinen Dorf, da war das auch anders. Ja. Das ist so gemütlicher irgendwie, da ist man näher beieinander. Die jungen Leute, wie die alle so beieinander sind und so, wie stolz die auf ihr Gengenbach und so waren, unglaublich. Unglaublich. Ich bin ja auch im Dorf groß geworden und so. Und genau das ist auch irgendwie so eine Tugend, die ich unbedingt beibehalten will. Also ich war jetzt vor 2 Wochen bei einem Kumpel in der Nähe von Münster in einem Dorf. Da ist ein Karneval, wird da gefeiert und so. Klitzekleiner Ort. Aber da hängen auch die ganzen Generationen zusammen. Das ist geil, ne? Wenn die Jungen sich nicht zu schade für die Alten umgekehrt genau. Ist, ne? Und dann sitzt du abends in der Kneipe mit den anderen und dann kommt ein Anruf zu dem Wirt in der Kneipe und dann hat irgendein Vater, der nicht da sein kann, für den Tisch, wo alle zusammensitzen, eine Runde Schnaps bestellt. Überleg mal. Und das ist sowas, was ich einfach Hammer finde. Und, ja, das ist geil. Das ist schon, ja, schon das sehr, muss man sehr sich cool. Irgendwie beibehalten. Also vermisst du Deutschland da jetzt momentan eigentlich gar nicht, denke ich mal. Ne? Wie lebst du da? Wie kann ich mir das vorstellen? Mach erstmal die eine. Ich könnte die eine Frage nach der anderen stellen. Also was natürlich in London, da gibt es ja jetzt inzwischen auch Lidl und Aldi, also ein bisschen, so, ein bisschen Deutschland habe ich ja auch. Ne? Ja, siehst du wohl, aber mit englischen Produkten, oder? Ab und zu viel Deutsches. Nice. Also rettet mir manchmal preis-leistungsmäßig natürlich das Leben, da ist ja doch alles ziemlich pricey. Ich wohne aktuell in einer WG, in einem schönen Haus in der Nähe von Wembley. Ah, okay. Mit Garten und allem. Oh, das ist natürlich geil, also, ne? Genau, ja. Bist du da in der Familie oder richtig WG auch noch andere Jungs? Nee, sind viele Kreative. Ein Filmer ist da, einer aus dem Soundbereich, also ist irgendwie... Okay, cool. Alle berufstätig. Ich glaube, sonst aber auch echt übelst teuer. Allein fürs Wohnen würdest du dann schon einige Prozent in deiner, sagt man Gage? Oder Honorar, ne? Ja. Deines Honorars da, glaube ich, lassen. Ne? Ja. Und du fährst dann auch Bahn und das ganze Gedöne, ne? Genau. Wie sieht man denn in London mit dem Coronavirus? Boah, da will ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken machen. Ich habe jetzt letztens irgendwie eine Statistik gesehen. Also Deutschland führt ja aktuell in Europa, ja. Was die Corona-Fälle angeht, aber... Ich weiß sowieso nicht, was ich drüber denken soll. Mit Grippe ist ja viel gefährlicher eigentlich, habe ich jetzt auch nochmal gelesen. Also eigentlich schon. Alles politisch aufgebauscht ein bisschen. Ja, ich habe da trotzdem, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe da ein bisschen Schiss vor. Weil das ist, wenn das so aufgehämmert wird, das ist ja wirklich massiv. Das war ja bei der Schweinepest und Vogelgrippe nicht ganz so stark. Ich habe da so ein bisschen, ich bin da zwiegespalten. Kriegst du denn, wenn du in London... Ja, okay, du bist ja auch oft hier. Kriegst du da immer alles mit, was hier so passiert? Ja, ne? Ja, doch. Wie schreibt denn die Presse da so über uns hier? Wird das da auch so aufgebauscht? Weil man sagt ja oft, wenn du im Ausland bist, da wird vieles anders berichtet als hier im Inland. Das stimmt. Das stimmt auch. Also ich fand, ich glaube, dadurch, dass es noch Europa ist, ist der Unterschied jetzt gar nicht so riesengroß. Es war interessant, so die ganze Brexit-Berichterstattung und so. Was ich aber damals in New York habe ich festgestellt, da waren echt viel größere Unterschiede. Also das war nochmal so ein ganz anderer Kosmos, einfach dadurch, dass es Nordamerika ist und weit weg von Europa. Und wie wird der Brexit denn in London so wahrgenommen? Ist das auch so ein Thema wie hier jetzt oder sagen die Leute auch mir scheißegal? Nee, das ist auch total das Thema. Da hängen so viele Schicksale auch dran. Da sind ja so viele Leute irgendwo aus Europa, die da arbeiten, die so wie ich einfach...
zack, ich bin jetzt in London. Und politisch gesehen ist London natürlich auch eine Blase. Also in London funktioniert alles und dann fährst du mal ein, zwei Stunden raus außerhalb von London und dann sieht die Welt da ganz anders aus. So, ne? Und ich habe immer das Gefühl, uns geht es in Deutschland auch im Vergleich zu solchen Ländern geht es uns so gut. Ja, das verstehen also, die Deutschen. Und ich sag das bitte nochmal richtig laut mit deiner dunklen Stimme, weil wenn ich das mit meiner Kastratenstimme sage, auf mich hört keiner. Ja, also ich von meinem Rumgereise und hier und da mal ein bisschen rumgelebe, kann einfach nur sagen, wir in Deutschland haben es so verdammt gut. Also ich habe Freunde in den Staaten, in die wir Deutschen ja immer gerne rüberblicken und oh, Amerika, alles toll, toll, toll. Erfolgreiche Fotografen, die da vor Ort leben und arbeiten, Geld verdienen und keine Krankenversicherung haben, die immer noch ihr Studium abfinanzieren müssen und so. Und ja, also wir haben eigentlich keinen Grund zu meckern. Nee, genau das ist es. Und wo ist das Land, wo so alle wie Grumpy die Katze rumlaufen? Deutschland. Ja. Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, geht's der Kuh zu gut, geht's auch im Eis. Das ist wahrscheinlich so. Ja. Ist einfach so, ne? Also finde ich leider auch. Finde ich auch sehr, sehr traurig. Ja. Man könnte, glaube ich, sagen, du hast deinen Traumberuf gefunden. Ja, also ich genieße es jeden Tag. Wichtig ist für mich auch, dass ich irgendwie, und da muss ich noch weiter dran arbeiten, viele freie Sachen auch mache, so dass diese Passion der Fotografie, dass man das so beibehält. Mhm. Ich habe jetzt letztes Jahr, das ist jetzt das nächste Thema, ich habe letztes Jahr bei einer Sendung mitgemacht. Ja, genau, da wollte ich, genau, erzähl mal. Die nennt sich Master of Photography, die läuft auf Sky, das ist quasi Germany's Next Topmodel für Fotografen. Okay, die Master hasse. Die Master. geil. Und genau, das waren 8 Fotografen aus ganz Europa, die da gegeneinander angetreten sind. Und das waren 6 Folgen, gedreht in Italien. Und gab es halt unterschiedliche Aufgaben, sind wir überall rumgeflogen. Und da konnte man am Ende ein bisschen Kohle gewinnen, die ich dann auch mit nach Hause nehmen durfte. Hast du gewonnen? Habe ich gewonnen. Hey, Glückwunsch, Digi. Geil. Danke, danke. Ja, und das ermöglicht mir jetzt halt auch so ein bisschen. Das ermöglicht mir jetzt halt so ein bisschen, diese ganzen Sachen zu machen. So ein bisschen, eigene Projekte, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und das genieße ich voll. Das ist ja richtig, richtig. Musst du da Steuern drauf zahlen? Ja, oh. Boah, das ist. Zahlst du hier in Deutschland noch Steuern? Ja, ne? Ja. Ja, das ist, also da geht ja einiges bei weg. Also ich will mich nicht beschweren, nein, natürlich, nein, ne? Nein, aber nein, man zahlt ja auch gerne Steuern, nur dass es immer so viel sein muss, ne? Ja. Das ist halt manchmal ein bisschen blöd. Stimmt, das hast du gemacht, das hast du mir erzählt, genau. Ja, das läuft, glaube ich, also kann man sich auch immer noch angucken da auf Sky, ist ja nun mal Pay-TV, aber viele Fußballfans haben ja, ja Sky, wenn ne? Man, wenn man Sky braucht, ich bin ja eher für Vox und RTL und so. Ja, genau. Ja, und Nitro und wie sie alle heißen. In unserem RTL-Kosmos, ne? Nein, aber warum nicht? Man kann ja auch mal über den Tellerrand rausschauen. Ne, also, nee, finde ich geil. Also Sky, dann vielleicht da auch mal gucken. Wie hieß das? Sag nochmal bitte. A Master of Photography. Master of Photography? Of Photography. Ach, Photography. Also Meister der Fotografie. Richtig, ja. Genau. Jede Woche gab es eine Folge und immer ein Gastfotograf da. Alle möglichen Berühmtheiten aus der ganzen Welt, die dann da eingeflogen sind, um uns Fotografen da vor Ort zu helfen. Ja, richtig geil gewesen. War richtig, ja. Gut, ja. Also wenn man sich dafür ein bisschen interessiert, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Ja, mein Lieber, was liegt als nächstes an? Ja, gute Frage. Also zu tun gibt es immer genug. Mhm. Jetzt werde ich erstmal noch eine Woche Urlaub machen, ein bisschen entspannen und meine Stimme pflegen. Ja, ja. Ist besser, ne? Aber das kommt vom Feiern, glaube ich, ne? Ja, mal ein bisschen Erkältung spielt auch mit. Ne? Oh, aber nicht, na. Nicht die Biersorte, ne? Nicht die. Mein Lieber, ich danke dir für das mega interessante Gespräch. Meine Frau ist gerade auch gekommen. Die macht uns dann bestimmt jetzt noch ein leckeres Schnittchen und dann passt das auch. In diesem Sinne, mein lieber Jan. Ja, vielen lieben Dank. Ja, ich danke dir und ich werde einfach mal mit Bertelsmann reden. Die haben ja auch einen riesen Buchverlag. Zack. Ob wir da nicht mal zusammen ein Buch machen können. Da sollen die mal ein paar Tatas raustun, dass wir das machen können und dann gehen wir mal einen guten Deal mit denen ein. Ja, dann machen wir hier die Hut. Fangen wir hier an, hier so, vor der Tür. Genau, genau, so machen wir das. Ja, dann
Frag ich da mal. Ich danke dir, Großer. Ich danke dir. Das Fragezeichen der Woche. Gleich steht wieder eine Menge Arbeit ins Haus. Und zwar werde ich mit Marco Cerullo und Matthias Meester gleich wieder drehen. Was wir genau machen, darf ich natürlich noch nicht sagen. Das ist auch das Fragezeichen. Aber eins kann ich euch sagen, wir haben wirklich so viel Spaß miteinander. Ihr könnt gerne bei Insta mal gucken, Marco Cerullo oder Matthias Meester. Ich hatte beide auch schon hier im Interview. Zwei ganz tolle Jungs, aber wirklich mega. Marco ist wirklich so der gut aussehende, große Typ bei uns. Und der Matthias ist halt Matthias, ne? Ein, boah, ohne Scheiße, ein so Granatentyp, ne? Kleinwüchsig, mehr Muskeln als Hulk. Und Speerwerfer seines Zeichens, der haut da Dingen über 40 Meter, ein 2,30 Meter Speer. Boah, Alter, ich weiß nicht, kommt vielleicht ein paar, ich wüsste gar nicht, wie viel. Werde ich demnächst aber mal ausprobieren, wie weit ich das hinbekomme und wie das dann so ist. Also schon, boah, mein Respekt. Und mit den beiden haue ich halt das Ding, also haue ich halt die neue Sendung durch. Und wir freuen uns schon richtig. Also das ist so, wir haben einen Drehtag schon hinter uns, haben da richtig Gas gegeben, haben richtig Spaß gehabt und ja, jetzt gleich geht's wieder rund und ja, freut euch einfach mal auf eine ganz, ganz tolle Sache. Das Wetter. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Die sagen ja, weiß ich nicht, irgendwie, ach komm, das nervt mich einfach. Ja, das ist ja so ein trockener Winter. Das ist ja alles so trocken, der trockene Dezember. Hör mal, also hier in Mörs und Umgebung ist es nur am Regnen. Regen, 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 Regen. Ich kann die Scheiße nicht mehr sehen. Es nervt mich sowas von ab. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ey, das kann nicht wahr sein. Auf meinem Insta-Profil bewerbe ich das ja hier immer. Tut mir doch mal einen Gefallen. Schreibt mir doch mal Ort dahin und ob es bei euch auch nur am Schiffen ist oder ob es geht. Das wäre echt lieb, um mir das einfach mal anzuschauen. Weil irgendwie, manchmal weiß ich nicht, was der Wetterbericht mir da so erzählt. Kai-Uwes Schrottplatzkatze der Woche. Kai-Uwe, wo ist die Schrottplatzkatze? Kai-Uwe, wo ist die Schrottplatzkatze? Wo ist die Schrottplatzkatze? Wo hast du die gesehen? Kai-Uwe, wo ist die Schrottplatzkatze? Ja, wo ist die? So, Kai-Uwe, die ist mit dem Rad weg nach Gladbeck. So, herzlichen Glückwunsch. Sie haben's überstanden. Das war Deffis Woche. Ja, Leute, nur mal so eine Info am Rande. Man kann den Podcast hier auch abonnieren. Also ich würde mich schon freuen, dann verpasst ihr nämlich keine Folge. In diesem Sinne. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, haut doch einfach ein Like rein. Wenn nicht, euer Problem. Ja, Abo und Glocke ist für Benachrichtigungen. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Aber nächste Video solltet ihr gucken. Ne? Das wäre schon ziemlich Porno, meine Lieben. Denn das Neue wird immer älter als das Bessere.